zerstören! Tough Drax! Gamora, aufschlitzen! Als jetzt sie auf, bevor wir das ganze Schiff alarmieren! Wir haben ihren geheimen Messenschaften direkt den Saft abgedreht! Wir werden stets sauer sein! Oh no. Oh no. Sie wollen unsere Fahrt umkehren! Gut! Das bedeutet, wir haben etwas zerstört! Hackfleisch, Gamora! Wurde auch Zeit! Groot, zeig deine Wurzeln! Diese Irrenmora sind keine spürbare Verbesserung gegenüber den Hexen! Also bitte, das ist wirklich ein großer Unterschied! Na komm! Ich bin Groot! Ich hab diese Dustmin so satt! Na komm, zack! Na endlich! Einer noch! Mach Aufschnitt aus ihnen! In Stücke geschnitten! Das ist dein Geld! Es ist so lange her, dass ich was gesprengt hab! Na komm! Löse die Genova-Vorrüstung nicht mehr! Gehen wir noch hinter ihm! Wolltest du diese Elektrozauberei aus dem Weg gehen? Treib sie zusammen, Groot! Ist nicht gut. Der große Hand Minen macht einen Frieden! Keiner wird kommen sehen! Kann jemand diesen verflachten Schild knacken? Ich glaub, der Elektrozauberturm hat folglich die schwebenden Kapseln. Oh, shit. Wieso wird das Spiel immer diese Wortspieler? Okay, lösen wir diese Klemmen, damit wir weiterkommen. Ich werde sie aus ihren Sockeln reißen. Okay, wer braucht gut, braucht noch eine Fähigkeit. Bewurzeln. Sehr schön. Das nächste Mal grüne Fähigkeit. Ja. Es wird nicht funktionieren, Muskelkopf. Aber diesmal haben wir einen Kontrollraum zum Spielen. Anscheinend kann ich die Klemmen von hier aus entfernen. Gut, von Klemmen lassen wir uns nicht aufhalten. Gah, fiese Dastsäcke. Sie haben die Stromschaltkreise vertauscht, sodass ich sie nicht lösen kann. Ich habe diese Klemmen langsam satt. Ich muss die Schaltkreise Stück für Stück umleiten, um das Stromnetz zurückzusetzen. Hier, ich kümmere mich um die Tür. Du müsstest das Netz mit deinem Visor sehen können. Mhm. Yep. Besteht eine Chance, dass Quill wieder mit Lady Law zusammenkommt? Sie ist keine Lady. Und sie würde ihre Ansprüche nie so weit runterschrauben. Das ist sachlich falsch. Okay, Visor ist an. Und jetzt? Du müsstest hier an den Wänden Stromnetze sehen. Finde die aktivierten Knoten. Suche nach leuchtenden Stromknoten. Genau. Wenn du sie hast, elektrifizierst du den Verbindungsschalter in die Richtung, in die der Strom fließen soll. Mit Elektrizität draufschießen? Ja. Wir suchen große, leuchtende Linien, die zu den Klemmen in der Mitte führen. Ja, von zehn. Ein Groot im Nova-Corps? Na klar. Das wäre möglich gewesen. Sie wollen Nachwuchs aus allen Welten mit gutem Leumund. Zu schade. Groot ist der Letzte. Und er ist zu klug, um bei diesen Mistlöchern zu unterschreiben. Na, hier. Okay, irgendwas haben wir umgeschaltet. Versperrte Tür, kannst du sie öffnen? Nein, kannst du Strom hinleiten? Nicht von hier. Ich suche nach einem anderen Weg. Vielleicht weiß die Nova-Killerin, wie man diese Maschinen umleitet. Sie hat Erfahrung. Ich war Attentäterin, keine Saboteurin. Das Resultat ist das gleiche, oder? Malst du lieber mit einem Pinsel oder mit einem Wischmopp? Weder noch. Ich benutze Sprengstoff. Aufwischen kann jemand anders. Weißt du nicht, von welcher Seite wir... Ein bisschen überfordert von der
Und in der Wänden versteckt. Bleibt alle wachsam. Will hat ein Talent dafür, die falschen Knöpfe zu drücken oder die falschen Kabel zu verbinden. Der kleine Haarige will andeuten, dass du Pech bringst. Witzig, dass der kleine Haarige immer da ist und mich anleitet. Peter Quill will andeuten, dass du, Wiesel, die Ursache unserer Probleme sein könntest. Beeil dich, Will. Der Klotz nervt schon alle mit seinen Kommentaren. Aha. Vielleicht sollten wir Cosmo anrufen, ihm sagen, dass wir es versucht haben und sofort von hier abhauen. Dass der Mist abgeriegelt war, ist nicht unsere Schuld. Diese Mission darf nicht scheitern. Das klingt zwar toll, aber wir scheitern in unseren Missionen eigentlich immer. Diesmal nicht. Unsere Arbeit hier ist wichtig. Ich verstehe das Prinzip hier noch nicht ganz. Außen können wir ja schlecht. Das würde alles die Wand schießen können jetzt auch nicht. Ja, wenn du ein paar unbezahlbare Hexgitter-Zornadium-Kristalle rumliegen hast, baue ich dir gern sowas. Nein, wir haben keine. Wir hatten genau einen. Was kann eigentlich deine Brille? Das ist streng geheim. Aber wieder hinkommen. Zu blöd für dieses Rätsel. Das ist nicht meins. Was machte die Harlas Hope eigentlich? Hat das irgendwas bewirkt? Noch nicht. Du musst ein paar davon umleiten. Ich frag mich, wieso Cosmo nicht einige seiner Schläger genommen und die Sache selbst erledigt hat. Ganz einfach, er brauchte Profis. Klar, der Köder, den dann suchen wir mal. Heben muss, um Herbern das unbesiegbare Soldaten auszuschalten, braucht uns. Sehr wahrscheinlich. Gut, wir sind uns also einig. Also wie kommen wir da... Ich brauche hier ein Loch, um das Netz zu erreichen. Dann sollst du eines bekommen. Ein Loch, nicht die ganze Tür weg. Hat das was gemacht? Man sollte ja nicht durch die Dimension reisen, ohne auf der anderen Seite Dekompression und Quarantäne zu durchlaufen. Müssen wir uns Sorgen machen? Achtet einfach auf Warnsignale. Geistiger Abbau, Paranoia, aggressives Verhalten. Ich finde, das ist schon jetzt eine ziemlich präzise Beschreibung unseres Teams. Woran erkennt man es noch? Groot, ich glaube, ich habe eine Idee. Heb mich auf dieser Plattform mit deinen Wurzeln nach oben. Wie ein Groot-Wurzelschub-Ding. Ich bin Groot. Er will den Groot-Wurzelschub unbedingt ausprobieren. Ich bin Groot. Groot will wissen, wie lange das ist gut. Ich bin Groot. Ein bisschen wird auch nicht geschadet. Groot ist gern hilfreich. Er ist immer hilfreich. Oh, verdammt. Dann das nochmal neu. Bring das rauf, Groot. Ich bin Groot. Ich bin gut. Du kannst da anhalten. Danke. Sehr gut. Nein. Ich seh's jetzt. Du hast die Hälfte umgeleitet. Arbeite jetzt an dem anderen Raum. Okay, langsam habe ich den Dreh raus. Vielleicht mache ich dir schon bald den Job streitig. Du willst tauschen. Ich setz mich gerne in den Stuhl des Captains. Du setzt dich regelmäßig in den Stuhl des Captains. Das habe ich jetzt nicht gehört. Okay, die ist umgeleitet.
Ich muss mal hier den Start finden. Ah, ich glaube, ich muss was umgeleitet werden. Die müssen wir jetzt hier oben mal wieder rankommen. Vielleicht von da drüben. Ich muss die Tür irgendwie aufkriegen. Ah, hier. Kann gut uns helfen. Groot, ich brauche deine Hilfe, Kumpel. Wurzelschuh, bitte. Ich bin Groot. Ungefähr da. Ich bin Groot. Sehr gut. Okay, ich wette, ich kann den Strom umleiten, um hier wieder rauszukommen. Ja, verdammt. Wer ist klüger als das Nova Corps? Okay, Strom umleiten. Würde sonst noch jemand gern weitergehen? Ja, ich auch. Ah, hier. Was, in welche Richtung muss das? Oh, was hat das geöffnet? Hat hier einen Raum geöffnet. Ja, Nova Corps für. Sehen alle Nova Corps aus. Okay. Das muss ein Stromknoten sein. Ich muss ihn nur umleiten. Ja, das sieht schon richtig aus. Nein. Die Tür ist offen und der Strom fließt durch. Das reicht fast für ein Ingenieursgehilfe. Danke. Okay, ich schätze mal hier. Und wo fließt der Strom hin? Anscheinend hast du es geschafft, Star-Typ. Geh jetzt in den Kontrollraum und drück auf die Kleppenfreigabe. Reinvertiere gleichzeitig den Kern und setz uns wieder in Bewegung. Reinvertieren? Wo ist der Kontrollraum? Da drüben. Und hier. Komm nicht mal. Die Klemmen sind entklemmt. Cool. Komm jetzt wieder rein, sonst lassen wir dich zurück. Das möchte ich sehen, wie weit ihr ohne euren Knopfdrücker kommt. Aber jetzt wissen.
wissen, dass die infizierten Novas hier sind, steht wohl fest, dass da oben was echt Übles abgeht, oder? Sie waren wütend, als wir die Energiequelle entfernt haben. Sie ist wohl wichtig für ihr Vorhaben. Ich werd's unbedingt kaputt machen. Was es auch ist. Und dann holen wir uns von Cosmo unsere Belohnung. Okay, das ist unser Stockwerk. Ja. Die Türen sind versiegelt. Such einen anderen Ausgang. Hier versucht was wert. Einen anderen Ausgang. Das sehe ich nicht. Drax, zerstör das Kontrollfeld, wo die Kabel zusammenlaufen. Tritt beiseite. Sehr schön. Ganz vorsichtig. Versuchen Sie Kalifornien, das Land der Sonne, da macht das Leben doch Spaß. Was ist das? Nichts. Stück langsam. Nein, das. Wir müssen den Kern wieder umgedreht haben, dann hängt irgendwas hoch. Yeah. Toll. Und jetzt stecken wir in der Belüftung fest. Gut gemacht, Quill. Mann, ich weiß, du bist angefressen und es tut mir leid. Entschuldigung angenommen. Wirklich? Einfach so? Falls du es nicht bemerkt hast, es gibt im Moment wichtigere Dinge als eine Entschuldigung von Quill. Wow! Ach du Schande. Was ist das für ein Ding, Rocket? Ich weiß nicht. Sieht aus, als würde es etwas absaugen. Hat das was mit diesen Kuppeln zu tun? Keine Ahnung. Ich muss mir das näher ansehen. Peter Quill, in diesem Hangar waren wir schon mal. Ach du Scheiße. Die legen wohl einen Vorrat von irgendwas an. Ja. Was zum Flak? Corel hätte sowas auf ihrem Schiff nie zugelassen. Also meinst du, sie ist entkommen? Keine Ahnung. Vielleicht hat sie sich in ihrem Büro verschanzt. Wir gehen erst, wenn wir wissen, was passiert ist. Also, was ist es? Ich glaube, sie laden mit dem Strahl eine Art Batterie auf. Galaktische Standard-IO-Ports. Regelianische Glasmattenseparatoren. Kree-Kathoden. Einige dieser Wörter habe ich schon mal gehört. Ich habe so etwas noch nie gesehen. Ich bin Groot. Die Energiewerte spielen komplett verrückt, aber ich weiß nicht, was das für eine Energie ist. Ist der Boss? Kundebericht. Gewaltiges Gerät saugt Energie von Contraxia ab. Vergiss die Energiewürfel nicht. Kundebericht. Energielagerung erfolgt in seltsamen Würfeln. Groot, wir müssen uns das Riesenstrahlending ansehen. Kannst du uns rüberbringen? Ja. Kundebericht. Wir müssen dieses Ding zerstören. Wir wissen nicht mal, was es ist. Außerdem vernichten wir damit wahrscheinlich das ganze Schiff. Lasst uns den Gruselstrahl vermeiden! Guter Schiff! Wächter vom Galaxien, ihr Cosmo. Untersuchung legt nahe, dass Hala Hope diese Schlüssel zu Galaxiegeheimnis. Was ist das für ein Geräusch? Wir stellen einen umfassenden Hundebericht zusammen. Flag auf den Bericht! Sag ihm, seine magische Hand hätte uns fast umgebracht! Cosmo hat nicht Verantwortung für Ankunftsbereich von Continuum. Es sieht nicht gut aus für Contraxia. Sie töten. Oh, oh. Was ist? Oh, oh, Piotr Queen. Da kommt gerade was, wir rufen zurück. Das sieht nach einer Bosskampf aus. Kampf gegen Centurions wird benötigt, Frau. Aufschwärmen! Ja, sie hoch! Ab zu den Brandopfern! Was wir jetzt brauchen, sind noch mehr von denen. Verschaff uns Zeit, Groot! Der Flieger haut ab, sobald ich ihm zu nahe komme. Auch ich verlange das Runterholen dieses Abtrünnigen. Zerquetscht die Drax! Na komm. Präzision ist hier der Schlüssel, Leute! Sie werden alle vernichtet werden. Pack deine Starbombe aus! Das sieht mir sehr nach der
Ex von Pyrrhus. Reiß sie auseinander! Komm runter! Lass mich nicht erschießen! Wirf zu ihnen, Drax! Wir müssen dem Centurion zusetzen, solange er schwach ist! Sie müssen durch bestimmte Taktiken angreifbar sein. Hier war nicht hin. Na komm. Ich nach dem anderen. Ich hab so viel Spielzeug und würde es so gern mal benutzen. Meine enorme Stärke wird zu wenig eingesetzt. Und auf den Boden. Jetzt schlägt Drax hin. Gamora, los, schneiden! Oha. Schießt auf die Energiescheiben auf ihrer Brust! Sie sind viel zu zappelig! Oh, gut. Es sind zu viele! Oh, Mist! Gib uns allen Bescheid, wenn ihr sie gefunden habt! Bin ich doch da! Locke, stirb dein Ding! Ich bin da unten. Ich versuch zu schießen. Hör auf, so witzig zu sein. Peter, einer von uns muss ihn festhalten. Oh, gut. Wie oft habe ich dir jetzt schon den Hintern gerettet? Was würde ich nur ohne dich machen? Zeit für den Schredder! Groot, bremse sie aus! Zeig ihnen deine Kraft! Das Riesencomputer-Ding hat wahrscheinlich... Nachwandern. Der ist wie eine Fruchtfliege. Ich erwisch ihn einfach nicht. Ja, wir sehen. Danke, Gamora. Na toll. Ausweichen. Oh, ich bin tot. So ein Dreck. Ich kann natürlich gerne wieder überleben. Deine Erfahrung im Kampf gegen Centurions wird benötigt, Frau. Aufwärmen! Ich kann dir niemandem mitteilen, wo wir sind! Das System ist voller Fehler! Sie kämpfen nicht als Einheit! Macht es einfach! Einfach mir nach! Der Flugtyp weicht meinen Schüssen aus! Na komm. Eines Tages gibt's eine Schießerei mit dem Nova Corps. Das ist irgendwie besser als Therapie. Zeig sie, Groot! Sie werden eine Strategie brauchen, um sie aufzuschalten. Mein Plan lautet, sie wegzublasen. Na er komm. Muss eingefangen werden. Nimm das! Bis auf die Knochen! Oh, zum Glück ist sie auf unserer Seite. Das wird eine würdige Schlacht. Mehr draufhalten, weniger unterhalten. Na komm. Ihr Flacherdler werdet für das bezahlen, was immer ihr von Drax hier antut. Wir werden sie aufhalten, Rocket. Ich bin mal hoch. Lass es frei! Ich hatte mehr Koordination bei Ihnen erwartet. Wir könnten selbst ein wenig Koordination vertragen. Nicht schlecht. Könnt ihr uns sagen, was genau mit Patrax hier los ist? Frag sie nach den Batterien, wenn du schon dabei bist. Ich kann das nicht. Zielt auf die Körper! Wow, nice. Zerhackt sie! Auf die Spitze getrieben! Lösch sie aus, Rocket! Sie müssen durch bestimmte Taktiken angreifbar sein. Wenn sie sie irgendwie kommen,
Ach, scheiße. Wir werden sie aufhalten, Rocket. Du hast keine Chance. Ich muss hier mal abholen. Hör auf, rumzuschwirren. Komm runter und kämpfe. Auch ich verlange das Runterholen dieses Abtrünnigen. Bereit machen. Wir werden nicht scheitern. Binde sie fest, Bruce. Hoffentlich haben sie keine Verbindung zum World Mine. Ja, das Letzte, was wir jetzt brauchen, sind noch mehr von denen. Ist sie zu besiegen, bevor sie dich besiegen! Große Probleme verlangen nach Großmachter ein Ding, Gamora! Hör auf, rumzuflattern! Lass mich dich endlich wegblasen! Ohren zu halten! Na komm, wenn es so am Boden liegt. Ich habe mich gefragt, wie es gegen einen Centurion läuft. Mehr draufhalten, weniger runterhalten! Ach du Scheiße! Ich hoffe, du bist zur Stelle! Ach du Dreck. Nein, nicht nochmal, bitte. Nicht, bitte ein Checkpoint irgendwo. Nicht den ganzen Kampf nochmal von vorne. Ich befürchte es. Deine Erfahrung im Kampf gegen Centurions wird benötigt, Frau. Ah, ja, doch, natürlich. Unfair. Runter! Lass mich dich erschießen! Na komm. Sie kämpfen nicht als Einheit, das macht es einfach! Wir könnten selbst ein wenig Koordination vertragen! Ja, sie sehen ziemlich gruselig aus! Das wird eine würdige Schlacht. Mehr draufhalten, weniger unterhalten. Wir werden eine Strategie brauchen, um sie auszuschalten. Sollen wir uns auf den konzentrieren? Strategie. Wenn wir sie irgendwie kampfen, kannst du erstmal die Kleinen ausschalten. So, wie geht's? Anderen, aber sieh auf die Körper und auf den Boden. Gamora, erledige sie. Spürst du das? Du bist dran, Großer. Gamora, ich will zu schießen. Hör auf, so witzig zu sein. Wir werden sie aufhalten, Rocket. Ich bewundere seine Beharrlichkeit. Steh direkt. Damit wir uns was über diese Energie erzählen. Ja. Es ist besser, sie einfach zu erledigen. Wirf's auf sie, Großer. Der ist wie eine Fruchtfliege. Ich erwisch ihn einfach nicht. Tu ihn weg, Amor. Euer Vakuum-Ding ist wirklich ganz toll. Aber was genau ist es? Sie verweigern die Antwort und müssen untergehen. Peter Quill, entfessle dich gegen diese Narren. Mach ich. Beschäftigt, wir suchen nur nach Corell. Habt ihr sie vielleicht gesehen? Red weiter, Peter. Sie ist ihr Feuer auf dich. Mach sie fertig, Gamora. So wird das gemacht. Na komm, haben wir schon halb down. Wir kriegen alle ein Stück ab, wenn wir ihn zum Wetter. Na komm. Oh, damit. Durch bestimmte Taktiken angreifbar sein. Gib uns allen Bescheid, wenn du sie gefunden hast. Drax, zerstört! Warum nervt ihr stattdessen nicht ein paar von den langweiligen Planeten?
Wir werden sie aufhalten, Rocket. Was jetzt, Pete? Du schuldest mir was, Quill. Ich dachte, ich wäre erledigt, Mann. Zeig deine Äste, Groot. Komm runter, lass mich dich erschießen. Na komm. Einer ist weg. Könnt ihr uns sagen, was genau mit Contracts hier los ist? Frag sie nach den Batterien, wenn du schon dabei bist. Hein. Steh auf, Großer! Spar dir deine netten Worte für später, Quill! Oh nein, weg hier. Wohin? Sie bewegen sich ständig! Wickel sie ein, Kuppel! Was jetzt, Tita Quill? Na komm. Ich denke, was immer hier auch vorgeht, wir befinden uns am Ground Zero. Wir müssen Corell finden, wir brauchen echte Antworten. Hast du eine Ahnung, wo sie ist? Wir sollten in ihrem Büro nachsehen. Ich weiß sogar, wie wir hinkommen. Kennst du einen Weg aus dem Hangar? Ja, denselben, den ich und Nikki beim letzten Mal auch genommen haben. Wir haben nie darüber gesprochen, warum du ihr hinterhergesprungen bist, Peter. Weil es einfach das Richtige war. Beeilen wir uns, bevor noch mehr Eiferer auftauchen. Keinen richtigen Weg haben wir das letzte Mal genommen. Das Loch müsste auf der anderen Seite dieser Batterien sein. Wir müssen sie irgendwie zum Stehen bringen. Seht euch mal um.